Und TV. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung 2 Duld TV. Gleich geht's los wieder bei Facebook Live und wir haben heute zwei Schauspieler. Zu einem den Holger und der Holger, den kennt man wahrscheinlich eher unter Gregor von Dauham ist Dauham. Schön, dass du da bist. Servus, grüß euch und ich freue mich auch, dass ich da bin. Duld ist für dich? Heimat. Also ich bin auf der Duld, seit ich auf der Welt bin und ich komme immer wieder gern her. Es wird natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr, weil ich jetzt Nachwuchs habe, aber ist einfach spitze. Und Astrid, wir haben einen weiteren Schauspieler, den du auch schon sehr lange kennst. Ich glaube, 40 Jahre so. Nein. Bitte, bitte, machen wir nicht so alt. Da waren wir beide noch gar nicht geboren. Ja, genau, so schaut es aus. Also, und wir haben hier noch den bekannten Schauspieler, Oliver Severin, der aber nicht aus Regensburg ist. Er ist aus Münster und ihm kommt das sicher hier alles ganz fremd vor, oder nicht? Was habe ich, jetzt habe ich deine Frage gerade nicht gehört. Du bist aus Münster, ja. Kommt dir das hier nicht alles ein bisschen fremd vor? Nein, überhaupt nicht. Also es kommt mir total super vor. Also ich bin seit mittlerweile 15 Jahren in Regensburg und die Duld kenne ich auch seit 15 Jahren. Und es ist super. Also ich bin auch auf jeder Duld dabei. Na gut, dann werdet ihr heute noch euren Spaß haben mit auf uns. Auf jeden Fall. Okay. Dann sind wir gleich live bei Facebook. Einfach vorbei. Schauen bei Facebook oder einfach hier vorbeikommen. Momentan stehen die Leute ein bisschen an, aber das wird schon. Kommt vorbei und bis gleich bei Facebook Live. Hoffentlich kommen wir rein. Schaut euch diese Menge an, ist ja Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung von Duld TV. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade live hier aus dem Glöckelzelt und wir haben heute wieder sehr, sehr tolle Gäste, wie ihr es gewohnt seid, von Duld TV. Astrid, erste Sendung gut überlebt? Ja, klappe die zweite heute. Wir werden es hinter uns bringen. Aber wir haben heute auch zwei ganz tolle Schauspieler da. Also zum einen Oliver Severin aus Regensburg, Münster und auf der ganzen Welt zu Hause. Und auf der anderen Seite den Holger Wilhelm, besser bekannt als Gregor von Dauham ist Dauham. Schön, dass du da bist. Servus, grüß euch. Jetzt haben wir natürlich einige Fragen an euch. Holger, du bist ja gebürtiger Regensburger. Du warst schon auf wie viele Dulden und kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Also, Duld. Sowohl als auch. Nein, also... Wie war denn das andere? Großartig. Also für mich. Also die erste Duld, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil wir sind da oben über diese Brücke gefahren, die kann man jetzt nicht sehen, da ist so eine Brücke, die rüber geht. Und da habe ich von da oben diese bunten Lichter gesehen und das Riesenrad. Und ich war damals schon so nervös, dass ich mein ganzes Taschengeld habe ich mitgenommen. Wirklich alles, was ich hatte, habe ich mitgenommen. Und ich bin gar nicht so weit gekommen, weil alles, was gab, musste ich ausprobieren. Und ja, dann haben mir meine Eltern zum Glück noch ein bisschen gesponsert, dass ich noch ein bisschen mehr machen kann. Aber das war der erste Eindruck, über die Brücke drüber fahren und dann die Duld sehen, das ist einfach Wahnsinn. Wie war es bei dir? Du als nicht gebürtiger Regensburger, wir haben uns gerade über Essen unterhalten. Was isst du denn am liebsten? Was wirst du dir nach unserer Sendung hier bestellen? Also, wenn ich nicht heute schon eine Currywurst mit Pommes Mayo gehabt hätte heute Mittag, dann würde ich sie mir jetzt nochmal bestellen, weil ich komme also aus Münster und habe im Ruhrgebiet studiert. Ich liebe Currywurst mit Pommes Mayo. Das sagt man auch Currywurst. Currywurst, sagt man da. Na, ist ja Wurst. Und ich schau mal, vielleicht wird es ein Gockel. Ja. Nackiges Händel. Händel. Ich bin da sehr unbeliebt gemacht. Naja, ich komme halt nicht von hier. Also, das ist auch, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein erstes Duld-Erlebnis war, frag dich mal. Wie war dein erstes Mal? Also mein erstes Duld-Erlebnis war, natürlich fand ich es auch spannend, aber für mich war das, als jemand, der nicht von hier kommt, völlig absurd, dass alle in Lederhosen und Dirndl rumlaufen. Wo ist deine Lederhose eigentlich? Nein, ich habe eine, aber ich habe noch keine von Söll. Er hat von
vor allem ein oh. Und das wäre doch. Warte mal, Astrid, können wir, meinst du, dem Oliver mal ein schönes Dirndl machen? Nein, es oh. geht um eine Lederhose. Warte mal. Mit. Das machen wir doch, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Da haben wir schon mal einen Mann eingekleidet. Also das schaffen wir. Ja, dann okay. ist ja, super. Dann ist das jetzt fix. Oliver Seeler, das ist die erste Challenge. Okay. Da freust du dich drauf? Über das Dirndl? Total. Jetzt kommen wir, du bist ja quasi der Impro-König, sagt man so. Also dass du unterrichtest das Fach ja auch an der akademischen Theater ja. zu Regensburg. Ja. An der ADK Regensburg, Akademie für Darstellende Kunst. So ist es, genau. War ich auch mal, cool da. So, du bekommst eine Impro-Challenge und Holger, du bist da quasi auch mit involviert. Okay. Und zwar, ich war ja zum Glück auch an der ADK in Regensburg. Ja. Drei Deswegen Schüler. Kann ich auch improvisieren, hoffentlich. Zwei Schüler. Dann leg mal los. Ach so. So. Was müssen wir machen? Olli, du bekommst die Aufgabe, dass du eine TV-Moderatorin spielst aus Köln, die den Holger interviewt, aber dann von Frage zu Frage immer schärfer auf ihn wird, ja? Okay, da muss er nicht spielen. Okay, hier ist das Mikro, ich bin raus. Oh, ja, also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Duld TV. Ich freue mich, dass Sie alle zugeschaltet haben. Ne? Ich habe also heute den Holger Wilhelm zu Gast. Und da freue ich mich total, weil der Holger, das ist ein super Kerl. Und sag mal, Holger, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wenn du bist ja berühmt, du bist ja ein Promi, ne? Wenn du jetzt so Fernsehinterviews gibt es da also Sachen, wo deine Frau jetzt sagt, darüber würde ich nicht reden? Nee, die ist sehr liberal. Ja, ja, die macht alles mit. Die ist für jeden Spaß zum Haben. Aber Holger, worauf ich hinaus wollte, du hast eine Frau? Ja, das ist scheiße. Weil, also ich finde dich ja, also du bist ja, ich bin so ein bisschen irritiert, wenn ich die Frau Söll sehe. Ich nicht. Ich war noch nie irritiert, wenn ich die Frau Söll gesehen habe. Ich habe gerade eh so einen Hunger. Vielleicht habt ihr ja irgendwie ein Butterbrot mit Aufschnitt vielleicht für mich. Entschuldigung. Ich bin gerade, das ist ein bisschen, hör mal, Holger, kannst du mir mal deine Telefonnummer geben? Das fände ich super. Was machst du denn damit? Mit der Telefonnummer, die hänge ich mir übers Bett, dann lerne ich die auswendig und dann rufe ich dich mal an. Und dann können wir uns schmutzige Sachen erzählen. Okay. Fände ich das gut. Applaus von uns beiden. Ja, danke. Ja, also ich habe mich noch nicht groß angemacht gefühlt, muss ich sagen. Also, du hast die Challenge nicht bestanden dadurch. Der hat mich nicht berührt, okay, und schade. Gar nichts. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Olli. Das ist ja, schauen ja auch Kinder zu. Hätte sie mir jetzt eigentlich schon gleich mal direkt die Zunge reinstecken können zum Beispiel. Nein, also ich meine, hier gucken ja, da hinten sind ja auch Kinder, wenn die das sehen. Und ich habe ja auch irgendwie noch einen Ruf zu verlieren, glaube ich. Ach, echt? Das ist mein Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Weißt du so. Das denkt er. Weißt du schon, Holger, ist der Ruf erst einmal ruiniert? Genau, ja, genau. Deswegen geht es Astrid und mir auch so gut, oder? Okay, das war jetzt erstmal der erste Teil. Es gibt noch eine zweite Challenge für die beiden später. Ja. Und viele weitere Eindrücke hier aus dem Klöckelzelt. Und wer Bock hat, spontan vorbeikommen. Die Zelte sind gerade noch offen. Wir würden uns freuen und bis gleich hier. Wir sehen uns gleich wieder bei zwei Schnitten auf dem Tisch. Nein, das war was anderes. Okay. Hast du noch gehört? Hast du noch gehört? Wir sehen uns gleich wieder bei zwei Schnitten auf dem Tisch. So, Hey, you're the one.
Alles Gute, lieber Papa! Und jetzt haben wir wieder von Police! Die sind hyper! Und da sind wir wieder live aus dem Glöckelzelt hier am Duldsamstag. Das Zelt bricht aus allen Nähten, geilste Stimmung. Und wir haben hier auch schon ordentlich was zum Trinken. Ich bin wieder Klassenbester von der Schnelligkeit her. Schmeckt sehr gut. Ja, wir haben weiterhin unsere Gäste da. Zu einem Schauspieler Oliver Severin und bekannt von Der Horm ist der Horm, den Holger. Bei Der Horm ist der Horm spielst du ja den Gregor Brunner, da bist ja quasi der Wirtsbuhr. Bier, ist es für dich nur in der Rolle oder trinkst du auch mal privat jetzt so anders wie die Duld? Auch mal ein gescheites Bier. Also ich trinke natürlich sonst nur Kirchleitner, ist ja eh klar. Na, ich trinke selten Bier, aber wenn, dann natürlich ein gutes Bier. Könntest du dir vorstellen, auf der Duld zu arbeiten, vielleicht als, keine Ahnung, als Kellner oder selber als Schausteller? Gute Frage, Pierre, weil das ist mein größter Traum. Also ich wollte schon immer mal auf der Duld einen eigenen Standl haben als Schausteller. Und ich habe da auch ein Wahnsinnsding, das heißt Churros. Das ist ein spanisches Gebäck und das darf hier wahnsinnig gut reinpassen. Und ich glaube, ich muss noch das Ordnungsamt, den Herrn Dr. Veit, davon überzeugen, dass das hier rennt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gegessen beim Bürgerfest. Kann es sein? Gibt es das da? Genau, das hast du wahrscheinlich beim Bürgerfest gegessen vor 2 Jahren. Und auch dieses Jahr gibt es wieder Churros con Chocolate und vielleicht auf dem Adventsmarkt vom Spital. Jetzt bist du ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker und hast demnächst einen sehr großen Auftritt. Da ist unter anderem auch Christina Stürmer mit verwickelt. Was ist da los? Ja, was ist da los? Das ist einfach Wahnsinn. Also ich werde am 24.06. in Tennisberg beim Oberpfalz-Festival dabei sein. Und nicht nur einfach dabei, sondern mit meiner Band. Und wir sind die Vorband von Christina Stürmer und Chris Böttcher. Das ist der absolute Wahnsinn. Es werden bestimmt schon 3000 Karten verkauft. Ein paar Karten gibt es noch. Und also wer dabei sein will, der mich im absolut größten Lampenfieber meines Lebens erleben möchte, der muss da dabei sein.
Kennst du ein Lied von Christina Stürmer? Ja, aber ich bin nicht so gut bei Stimme gerade. Also? Also, Moment, also ganz einfach, ganz spontan sage ich mal, wir leben den Moment. Ja, wir ja auch. Ja. Also singt mir jetzt hier keiner was. Gestern war hier die, wie ist sie, Maria Hering, die hat gesungen. Ja, ich würde ja auch was singen, aber ich mache halt jetzt. Ja, Christina Stürmer, weiß ich gerade. Ja, irgendwas anderes. Oh, soll ich irgendwas anderes singen? Was wollen wir jetzt singen? Können wir nicht was zusammen singen? Irgendwas? Olli trifft ja auch keinen Ton. Nee. Dazu. Ja, eben. Was können wir singen? Mir fällt nichts ein, was wir gemeinsam singen können. Wir zwei. Wir sind so jung, wir sind so schön. Wir sind ja Holger und der Olli aus Regensburg. Ah, das ist peinlich. Das nein. Machen wir einfach also, auch wir nicht. Kommen gegen diese Wahnsinnsband da hinten wahrscheinlich gegen. Sowieso nicht an. Ja. Wir würden genau. Ja sonst ganze Arien singen, aber das macht aber ja wer mich Sinn. Singen hören will, der kommt einfach am 24.06. nach Tennisberg. Wahnsinn! Über 4.000 Leute werden da sein. Ach, was sage ich? 5.000 Leute. Wahnsinn. 10.000. Genau. Jetzt musst du mal der Astrid wieder das Mikrofon geben. Oh, das Astrid, schön. Entschuldigung. Ich wollte mal den Oliver fragen, was denn dein nächster großer Auftritt? Erzähl mal. Also mein der nächste große Auftritt ist in Nürnberg. Da spiele ich gerade an der Staatsoper Sugar. Manche mögen es heiß. Daphne die Bassgeige, also den Film kennt ja sicher jeder. Eine Traumrolle, Männer in Frauenkleidern, das kommt halt immer super an. Und morgen, das ist aber eine kleinere Rolle, spiele ich im Velodrom. Hier als Gast bin ich gerade engagiert in Regensburg in Orpheus in der Unterwelt, den Styx. Toll. Also ich habe ja schon einiges und dich auch des Öfteren gesehen. Ich freue mich schon drauf auf deine nächsten Rollen und wenn ich dich wieder auf der Bühne sehe. Aber manche mögen es heiß, passt ja zum Thema, das Gockerl ist auch heiß. Ihr solltet mal ein bisschen was essen, denke ich. Ja, okay. Ja, das heißt, wir sollen jetzt was essen. Ja, das machen wir sofort. Ich habe schon probiert. Das ist ja jeder Wahnsinn. Gerade habe ich es noch bestellt und bumm, das ist ja die Zauberei. Dass die Leute das Hängen und den Mund ich darf ja nicht der Gockel sagen. Mit, also mein Produzent bei der Hormis Dorn, der hat mir untersagt, vor laufender Kamera ja, was zu essen, nicht, aber weil das nie sexy ist. Deswegen. Du hast gesagt, du darfst nichts zunehmen. Also, und zunehmen darf ich auch nicht. Okay. Olli, der Restauranttester und? Sensationell. Was der Olli halt einfach nicht verstanden hat, ist, dass man den Gockel mit der Hand essen darf. Aber egal. Das ist ja eine Sauerei, wenn man dann das Mikrofon anfasst. Olga, kommt es hin und wieder eigentlich vor, wenn du auf der Straße unterwegs bist, dass die Leute denken, was da in Lansing passiert bei Doha Mr. Horn, dass es echt ist, also dass die sagen, hey Gregor, sag mal, spinnst du, das macht man doch nicht. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, die Leute, wenn sie darüber nachdenken, wissen es ja, das ist Fernsehen, das ist nicht echt. Aber sie reden mich trotzdem immer wieder auf den Inhalt drauf an und sagen, Gregor, sag mal, was hast du jetzt wieder gemacht und so. Und jetzt sei mal ein bisschen netter zur Fanny und so. Also das kommt schon vor, obwohl die Leute vom Intellekt her wissen, das ist eigentlich nur Film, aber ich glaube, sie wollen auch einfach ins Gespräch kommen und da sie zum Glück nicht wissen, was ich privat mache, aber genau wissen, was der Gregor seinen ganzen Tag treibt, okay. Reden sie mir halt immer auf den Gregor an. Eine Freundin von mir, die hat bei diesem Köln 50, 20, 70 oder so, wie das heißt, mitgespielt und die ist in der Serie gestorben. So. Und jetzt ist dann wirklich so, dass sie auf der Straße war und dann so Leute, hey, das ist doch die Inka von Köln 50, 191. Nee, ist sie nicht, die ist tot, Mann. Also wirklich, das ist so, das passiert dann. Also. Ja, das passiert tatsächlich. Ich war mal bei einem schwedischen Möbelhaus unterwegs und ich war damals mit jemand unterwegs, der nicht meine Filmfrau war. Und man hat tatsächlich diese Dame dann sehr rüde angegangen, was sie denn da macht, weil sie ist definitiv nicht die Maria. Also es ist schon so, dass, oder an der Kasse hat dann jemand gesagt, schau hier, das ist der Gregor. Und nachdem ich halt mit der anderen Begleitung da war, haben sie gesagt, na, das kann ja gar nicht sein, weil das ist nicht die Maria. Also manchmal vermischen die schon so Realität und Kunst oder Film, sagen wir es mal so. Was auch besonders nett ist, wenn dich die Zuschauer nach der Vorstellung, also wenn sie dann sagen, ja, es war toll, es war super, hat uns gut gefallen, machen sie das hauptberuflich? Fragen sie mich dann. Ernsthaft?
Wurde ich schon gebraucht? Du sagst ja, ne, Hobby. So, wenn ich bei Infineon rausgehe, spiele ich noch in Frankenfurter. Ich meine, es spricht wahrscheinlich nicht für mich, die Frage. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Naja, ich frage dann immer, wirkt es nicht so, als ob ich das hauptberuflich mache? Ja, doch, doch. Aber die Leute denken ja, wir drehen den ganzen Tag Däumchen und abends spielen wir ein bisschen Theater. Ja, macht er das nicht? Nein. Was? Okay. Wir proben hart, wir bereiten uns vor auf die Rollen. Das ist ein ganz intensiver Beruf. Das weißt du doch. Wie bitte? Method Acting und so macht der Olli natürlich. Ja klar, jeder gute Schauspieler bereitet sich intensiv auf seine Rolle vor. Deswegen hat es bei mir wahrscheinlich nicht geklappt. Aber Olli, hast du dir mal vorgestellt, auch so zum Film und Fernsehen zu gehen? Naja, was heißt vorgestellt? Das hat sich nie ergeben, weil ich seit Anfang an, also jetzt seit fast 25 Jahren Theater spiele. Und wenn du fest im Ensemble engagiert bist, dann hast du keine Zeit, das nebenbei zu machen. Das war tatsächlich so am Anfang, dass viele Anfragen kamen, so in den ersten Jahren. Und wenn du das aber 3-4 Mal absagst, dann hat sich das ergeben. Aber es passt. Ich spiele total gern Theater. Astrid, hast du noch Fragen oder wollen wir noch irgendwas anstellen? Nee, ich bewundere immer die Schauspieler. Ich könnte sowas nehmen. Allein die Rollen lernen, die Texte, Wahnsinn. Oder? Also ich habe das immer gehasst. Also in der Schule habe ich auswendig lernen gehasst. Und dann sucht man sich unbedingt einen Beruf aus, wo es halt ums Auswendiglernen geht. Aber man hat immer den Vorteil, dass man ja nicht einfach nur was Stupide auswendig lernt, sondern man hat noch eine Bewegung, eine Aktion dabei. Und dann lernt sich es einfach leichter. Und bei Daheim ist Daheim ist es das Schöne, man muss nicht immer 100%ig am Text dran sein, sondern kann auch ein bisschen eine eigene Note mit reingeben. Und dadurch kriegt man es besser rein. Und man muss ja nur ins Kurzzeitgedächtnis packen, weil innerhalb, wenn die Szene abgedreht ist, brauchst du das nie wieder. Und zur Not kann ja was rausgeschnitten werden, was wir hier nicht tun. Ja, ich habe schon gehört, hier wird nichts geschnitten, was natürlich super ist. Nee, aber wir können tatsächlich, wenn sich jemand von uns mal verspricht oder sowas, dann machen wir einfach Cut und machen nochmal. Zum Thema Auswendiglernen. Der Peter Ustinov, ein großer Schauspieler, hat mal einen wunderschönen Satz gesagt, dass wir die Texte nicht auswendig können müssen, sondern inwendig. Das finde ich sehr schön. Peter Ustinov. Ja. Also, ist wirklich ein großartiger Mann, ein wahnsinniger, weltoffener Mensch, der Peter Ustinov, hat wahnsinnig viele Sprachen gesprochen und war auch interkulturell, war der sehr engagiert. Jetzt seid ihr baff, oder? Was wir alles wissen. Ich bin überrascht, vor allem bei dir. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mich auch weiterentwickelt, seit wir uns kennengelernt haben. Ja, das muss man vielleicht, das klingt jetzt wieder so komisch, man muss es vielleicht kurz erklären. Ich war tatsächlich mal Schüler bei dem Oliver Severin. Wer war denn damals dein Lieblingslehrer eigentlich? Wer war denn damals dein Lieblingslehrer? Die Heike. So, jetzt muss es mal an mich reißen. Der Pierre hat mir damals gestanden, ich war sein Lieblingslehrer, deshalb mag ich ihn so unglaublich gern. Als ich auf der ADK war, gab es noch gar keinen Olli Severin da als Lehrer. Sonst hättest du natürlich auch jetzt mich als auch Lieblingslehrer gesagt, gehabt. Jetzt kriegst du dein Mikrofon wieder. Du wirst ja dafür bezahlt. Ja. Ja, mit Händel und Bier. Und das war's an dieser Stelle. Wir sagen vielen, vielen Dank an unsere Gäste. Es war sehr, sehr schön mit euch heute. Also bei dir passt, aber bei dir, Holger, war es wirklich sehr schön. Also sehr schön. Na, es war auch toll hier zu sein als Rengsburger in seiner Heimatstadt. Bei Duld TV ist einfach der Wahnsinn. Und jetzt, wenn die Kamera aus ist, dann kann ich mich endlich über das Händel hermachen. Ja. Und ich werde kein Besteck benutzen. Nein, wir essen das Händel jetzt mit der Hand und wir danken euch, dass wir da sein durften. Sehr gerne, Astrid, ich danke dir natürlich auch wieder, dass du es mit mir aushältst. Es war wunderbar heute wieder. Euch mal guten Appetit beim Händel zerlegen. Ja, drauf. Tschüss, aus dem Glöckelzelt und noch vorbeikommen. Geile Stimmung hier, Prost. Entschuldigung. Prost. Prost!